Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich mache heute mal nach längerer Zeit wieder ein Video und heute mache ich einen Persönlichkeitstest. Also mich interessiert so, welche Persönlichkeit ich habe. Und ich habe mir dafür einen Test aus Google ausgesucht. Und den ersten, was ich gefunden habe, habe ich gleich genommen. Also voll vorbereitet und fangen wir an mit dem Video. Also Leute, wir machen jetzt unseren Persönlichkeitstest. Das war der erste, was ich gefunden habe und mache den einfach. So, du solltest weniger als 12 Minuten dafür brauchen, beantworte die Fragen ehrlich, auch wenn dir die Antworten nicht gefallen. Versuche keine neutralen Antworten zu hinterlassen, also nicht in der Mitte. So, es fällt ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen. Kommt drauf an, wie vorzustellen. Also manchmal ist es recht lustig, wenn man sich irgendwelche Menschen mit einer Glatze vorstellt, das gebe ich zu. Aber kommt jetzt drauf an, wie vorzustellen. Also ich tue jetzt einmal auf stimmt nicht, weil an sowas mit Glatze vorstellen, sowas geht, finde ich, für mich leicht. Jetzt einmal, da mal auf stimmt nicht. Sie verlieren sich auch sehr auf den Gedanken, dass sie ignorieren und vergessen. Das gefällt mir leider nicht, aber es ist mehr oder weniger sogar wahr. Sie versuchen ihre Mails möglichst zeitnah zu beantworten und können manchmal. Also es war so, ich habe lange Zeit meinen Postergang wirklich sauber gehalten, aber jetzt sagen wir, zu beantworten, die wichtigen beantworte ich schon gleich, aber wo einfach nur irgendwelche Werbung von Social Media oder was kommt, sowas beantworte ich nicht, weil was soll ich da antworten? Aber Postergang, natürlich sind ein paar ungelesene Werbungen drin und sowas, also ich tue jetzt einmal da auf stimmt nicht. Es fällt ihnen leicht, entspannt fokussiert zu bleiben, selbst wenn sie ein wenig unter Druck stehen. Unter Druck mag ich nicht, aber ja, nein, ich sage einmal, stimmt nicht. Normalerweise beginnen sie keine Gespräche. Das stimmt nicht, weil normalerweise beginne ich fast immer die Gespräche. Also ich tue jetzt einmal ganz auf stimmt nicht. Sie tun selten etwas aus purer Neugier. Ich mache oft was aus purer Neugier, also stimmt nicht. Sie fühlen sich mit anderen Menschen überlegen. Manchen schon, gebe ich zu, aber manchen auch wieder nicht. Also ich tue jetzt einmal auf neutral, also man. Organisiert zu sein ist ihnen wichtiger als anpassungsfähig zu sein. Stimmt nicht. Weil man sollte an meiner Meinung nach anpassen können, ein bisschen. Ich tue jetzt einmal da, stimmt nicht. Sie sind für gewöhnlich hoch motiviert und voller Energie. Für gewöhnlich. Ich tue jetzt einmal. Bin überlegen zwischen die zwei Antworten. Für gewöhnlich, ja, was ist gewöhnlich? Ja, da mal. So, weiter geht's. Es ist ihnen wichtiger, dass niemand verärgert wird, als dass sie eine Debatte gewinnen. Eigentlich schon. Also, bevor es aber. Ich tue jetzt auch wieder mal auf neutral. Sie haben oft das Gefühl, dass sie gegenüber anderen rechtfertigen müssen. Das schon. Manchmal muss ich anderen wirklich. Ja, ich tue jetzt mal wirklich auf stimmt. Ihre Umgebung daheim und am Arbeitsplatz ist ziemlich ordentlich. Stimmt. Es macht ihnen nichts aus, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Kommt drauf an, wo sie im Mittelpunkt. Aber sagen wir, wenn ich jetzt auf einer Bühne stehen ist und sowas, man natürlich, das lernt ein paar Meter Zeit, wie sich das Gefühl anfühlt. Man, da ist man dann schon aufgeregt, aber ich tue jetzt einmal auf. Stimmt. Es macht ihnen nichts aus, okay. Sie halten sich eher für praktisch veranlagt als für kreativ. Für praktisch, also dass ich eher die Dinge ausführe, als dass ich sie plane. Und das stimmt. Stimmt schon, also fast. Andere schaffen es selten, sie zu verärgern. Das stimmt nicht. Oder da mal da. Ihre Reisepläne sind normalerweise gut durchdacht. Sagen wir so, die Reisepläne sind meistens durchdacht, aber dann gibt es wirklich so ein Haller und Sachen, was sie dann ändern. Da haben wir auf stimmt. Normalerweise. Es fällt ihnen oft schwer, also was man da will, das weiß man im Urlaub oder was. Es fällt ihnen oft schwer, die Gefühle von anderen nachzuempfinden. Na, stimmt eigentlich nicht. Wenn einer rät, dann weiß ich, damit er traurig ist. Ihre Stimmung kann sich sehr schnell ändern.
Das kommt auch wieder drauf an. Sagen wir, weiß nicht, Beispiel, weiß nicht. Es kommt wirklich drauf an, also ich tue jetzt mal auf neutral. So, machen wir weiter. Bei einer Diskussion sollte die Wahrheit wichtiger sein als die Wundpunkte anderer. Die wunden Punkte anderer. Also, ich weiß jetzt nicht, wie die Frage gemeint ist, aber ich verstehe es jetzt einmal so, dass wenn jetzt ein anderer schon gekränkt ist und ich das höre nur die Wahrheit, nein, sollte nicht, weil ich verstehe die Frage jetzt, vielleicht verstehe ich die Frage falsch, aber wenn einer schon gekränkt ist, dann drücke ich ihm nicht nur die Wahrheit auf, dass er nur gekränkter wird. Weil wenn man schon bis zum Hals im Schlamm drinsteckt, sollte man ihm nicht nur mehr reindrücken. Also ich sage jetzt einmal, das stimmt nicht. Sie sorgen sich selten, wie sich ihre Taten auf andere auswirken. Das stimmt nicht, ich sorge mich oft drum. Ich denke mir oft, wenn ich das und das mache, wie wirkt sich das auf die anderen aus? So selbstsüchtig bin ich nicht. Also, nein, sag jetzt einmal nein. Ihre Arbeitsweise ähnelt einer eher willkürlichen Energieschieben, als man durchspielt. Ihre Arbeitsweise stimmt nicht. Ich sage jetzt einmal, stimmt nicht. Weil es ist so, ich plane wirklich, was mache ich, wann mache ich das, wie mache ich das, was mache ich jetzt und sowas. Sie sind oft neidisch auf andere. Schau ein wenig. Ein interessantes Buch oder Videospiel ist oft besser als eine Party oder ein Treffen mit anderen. Stimmt nicht. Also ich gib's zu, ich bin nicht so der Typ, der was jetzt in Disco geht oder was. Das gebe ich zu. Aber ja, oder das Treffen mit anderen, also zu Freund gehen oder sowas. Oder irgendein Festl am Dorf oder was. Sowas ist dann schon was anderes. Also ich tue es jetzt einmal da, stimmt nicht. Die Fähigkeit, einen Plan zu entwickeln und dabei zu bleiben, ist der wichtigste Teil von jedem Projekt. Nein, das stimmt nicht. Weil der wichtigste Teil von einem Projekt, also die Praxis ist ja auch wichtig, dass der Plan dann überhaupt umgesetzt wird. Und dabei zu bleiben, ist ja auch, man muss auch improvisieren können. Weil wenn man jetzt einen Plan entwickelt und dann kommt man drauf, weil bei der Theorie kann man oft sagen, hey, das und das machen wir so. Aber bei der Praxis kommt man dann drauf, hey, das und das geht nicht so. Und deswegen muss man da auch improvisieren und dabei zu bleiben, also bin jetzt einmal dafür, stimmt nicht. Natürlich kann man oft beim Plan bleiben, aber sie verlieren sich selten Tagträume und Gedanken, stimmt nicht. Sie finden sich oft in den Tagträumen wieder, wenn sie in der Natur unterwegs sind. In der Natur eher weniger. Oder, ja. Wenn nicht jemand schnell auf ihn, machen sie sich Sorgen, ob etwas Falsches gesagt haben. Bei E-Mail jetzt nicht so, aber, ja gut, bei anderen Nachrichten auch nicht so. Also Leute, machen wir weiter. Finden sich in Tagträumen wieder, wenn nicht in der Natur unterwegs sind. Stimmt nicht. Wenn jemand nicht schnell auf ihre E-Mail antwortet, machen sie sich Sorgen, ob sie etwas Falsches gesagt haben. E-Mail jetzt nicht, aber man andere Nachrichten kommt drauf an, wenn jetzt das, manchmal überlegt man halt wirklich, manchmal schon, habe ich jetzt was Falsches gesagt, aber manchmal, sagen wir, wenn ich einer Person gute Nacht schreibe und sie, oder nur mal Beispiel jetzt, und sie schreibt nicht zurück, man, was ist halt gute Nacht so falsch, aber wenn jetzt irgendwas wirklich, manchmal, ich tue jetzt einmal auf ganz neutral. Als Enterteil wäre es in der wichtigen Kind freundlicher wird als intelligent. Freundlich, also kommt darauf an, man, das ganz dumm ist, mag ich auch nicht, aber freundlich ist schon ein großer Punkt. Weil es bringt ja nichts, wenn mein Kind Mut intelligent ist, aber dafür einfach nur. Ich sage jetzt einmal. Ich bin jetzt zwischen den zwei Punkten überlegen. Natürlich sollte das. Ja, da, weil ein bisschen intelligent sollte da sein. Sie erlauben anderen Menschen nicht, ihre Taten zu beeinflussen. Das stimmt nicht. Bin jetzt einfach die Zeit am Überlegen. Da. Weil manchmal wirklich sagen andere Leute, hey, das geht so nicht und das kannst du nicht machen. Das müssen wir so machen. Nur. Und natürlich mache ich dann oft auch das. Also, wenn die andere gescheite Ideen haben, natürlich beeinflussen es dann. Klar. Ihre Träume konzentrieren sich mehr auf die reale Welt und deren Ereignisse. Ich denke, dass das jetzt wieder auf so Tagträume bezogen ist. Auf die Welt, auf die reale Welt und deren Ereignisse.
natürlich. Manchmal was ich Tagträume, sowas natürlich. Ja, neutral. An einem neuen Arbeitsplatz machen sie schnell gesehen. Ja, also man einem neuen Arbeitsplatz. Wie soll ich es jetzt erklären? Ja, glaube ich schon, ich weiß nicht, wie es. Ja, schau. Sie. Keine Ahnung, was ich da jetzt. Sie improvisieren lieber, als sorgsam zu planen. Ja, stimmt schon. Ihre Emotionen steuern sie mehr, als dass sie diese. Als dass sie diese. Achso, ihre Emotionen steuern sie mehr, als dass sie diese steuern. Mhm, bestimmt schon irgendwie. Naja, so. Sie gehen gern zum. Ja, schon. Sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische oder unpraktische Ideen zu überdenken, die jedoch faszinierend sind. Ich bin am Überlegen, was ich da nehme. Oder ich die Frage ist auch, sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische oder unpraktische Ideen zu überdenken. Sagen wir mal jetzt eine unpraktische Idee, die was mir gefallen hat, überdenke, als dass ich einfach einfacher nehme. Wenn, sagen wir am Ende, das gleiche rauskommt. Also, nur ein Beispiel jetzt, wenn ich jetzt, manchmal, ja, sagen wir schon, weiß nicht genau. Sie improvisieren lieber, als Zeit damit zu bringen. Schon. Sie sind eine relativ ruhige und zurückhaltende Person. Stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Sie machen, das auch. Wenn sie ein Unternehmen hätten, wäre sie noch loyale Mitarbeiter. Ja, schon, ich glaube schon, dass es schwer fallen würde. Sie machen sich oft Gedanken über den Grund der Milch. Nein, eigentlich nicht. Das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Das haben wir noch nie gefragt, warum eigentlich die Menschheit existiert. Nein, wirklich nicht. Logik ist normalerweise wichtiger als Herzbock. Nein. Also manchmal. Es ist vielleicht jetzt dumm, aber manchmal habe ich wirklich, also wenn ich jetzt irgendwelche Entscheidungen sowas treffen muss, nehme ich eher die, was jetzt immer mein Bauchgefühl und mein Herz sagt, als was logisch war. Bin dumm. So. Stimmt nicht. Ihnen ist es wichtiger, flexibel zu bleiben, als Aufgabenlisten zu haben, abzuarbeiten. Nein. Also, manchmal. Also natürlich schreibe ich mir manchmal eine Liste auf, was ich zum Tor habe. Zum nur mal ein Beispiel jetzt YouTube-Video machen, das und das. Aber manchmal einfach flexibel sein, was ich gerade Zeit habe, mache. Aber damals einmal stimmt nicht, weil es ist mir nicht wichtiger, es ist mir gleich wichtig oder keine Ahnung. Bitte wahrscheinlich emotional. Also wenn die Freund oder Freundin jetzt wirklich etwas traurig ist, natürlich biete ich emotionale Unterstützung, aber das ist schon ganz klar, dass man sie tröstet oder ihm. Aber natürlich sucht man eine Möglichkeit zur Problemlösung, deswegen sage ich jetzt einmal, da stimmt, ein bisschen. Sie fühlen sich selten unsicher. Ja, bei den Fragen, da fühle ich mich fast immer unsicher, also, Spaß beiseite. Da, keine Ahnung. Sie haben keine Probleme damit. Also, sie haben kein Problem damit, Zeitplan festzulegen, nicht, aber wenn jetzt irgendwo Sache, sagen wir, nur mit Plan ein YouTube-Video mache und sagen wir, dann funktioniert ein paar Mal meine Aufnahme nicht und sowas, dann kann ich nicht drauf halten, aber so ist, ich sage jetzt einmal neutral, ich weiß nicht. Recht zu haben ist bei der Teamarbeit wichtiger als kooperativ zu sein. Wenn man als Team arbeitet, sollte man sich auf andere einstellen können und kooperativ sein. Das heißt, es stimmt nicht. Sie sind der Ansicht, dass alle Meinungen. Genau. Dass alle Meinungen sollten akzeptiert werden. Und zwar nicht, ob die von Fakten geschützt werden oder nicht. Das stimmt. Ich sage jetzt einmal da. So, nächste Frage. Sie haben mehr Energie, nachdem Sie Zeit mit einer Gruppe von Leuten verbracht haben. Ja, kommt drauf an, welche Leute und kommt drauf an, was ich mit denen mache. Also, sagen wir, wenn jetzt einfach nur mit. Sagen wir, irgendeine Person, was ich nicht mag,
einfach nur irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo mit drauf oder was, habe ich dann auch nicht mehr Energie. Aber sagen wir jetzt eine Person, was ich mag, und wir treffen uns oder wir machen irgendwas zusammen, dann habe ich schon mehr Energie. Also kommt darauf an, welche Leute, und kommt darauf an, was ich mache. Aber ich sage jetzt einmal, auf stimmt. Sie verlegen regelmäßigere Sachen. Natürlich ist es manchmal so, dass man ein Ding hinlegt und dann immer weiß, was ist. Aber regelmäßig stimmt nicht manchmal. Sie stufen sich selbst als emotional sehr stabil ein. Natürlich bin ich ein wenig emotional. Ihr Kopf ist stets voller unerforschter Ideen und Pläne. Das stimmt. Nein, unerforscht, nicht erforscht. Sie würden sich selbst mehr als Träumer, Träumerin bezeichnen. Das stimmt. Es fällt ihnen gewöhnlich schwer, sich zu entspannen, wenn sie vor vielen Menschen sprechen. Weiß nicht. Im Allgemeinen verlassen sie sich eher auf ihre Erfahrung als auf ihre Vorstellungskraft. Das stimmt nicht, weil ich stimme oft. Sie sorgen sich zu viel, was andere Leute denken. Sommer. Nein. Im Raum voll bleiben. Vollen Raum bleiben sie näher an der Wand. Ja, ein bisschen vielleicht. Ich bin zwischen die zwei, so wird halt nur ein dritter Punkt einer. Sie neigen dazu, Dinge aufzuschieben, die sie nicht. Bis sie nicht mehr genug Zeit bleibt. Sollten. Es sei denn, mag ich jetzt wirklich irgendwas machen, also. Ich sage jetzt einmal auf Stimmen. Neutral. Sie sind sehr nervös in stressigen Situationen. Natürlich kommt. Ja, manchmal ist man schon stressig. Also manchmal ist man schon nervös in stressigen Situationen. Das von anderen gemacht zu werden, als einflussreich zu sein, ist schon wichtiger. Sie haben sich schon immer für unkonventionelle, was Bücher oder mehrdeutige Dinge interessiert. Zweideutig. Also Leute, ihr wisst schon, was ich meine. Unkonventionelle. Manchmal, keine Ahnung, tu jetzt mal auf neutral. In gesellschaftlichen Situationen ergreifen sie oft Initiative. Initiative zu was? Da weiß ich jetzt nicht, zu was Initiative. Zum Wegrenner oder keine Ahnung. Also ich tue jetzt einmal auf neutral, keine Ahnung. Ergebnisse. So, Leute, jetzt haben wir Ergebnisse da. Verstand. Extravertiert, introvertiert. Also eher, dass ich... Ich weiß nicht, was ich tue. Energie. Intuitiv oder realistisch. Natur. Logik fokussiert oder Prinzipien fokussiert. Taktiken suchend oder planend, Identität durchsetzungsfähig, stürmisch. Es hat irgendwie alles Realität. Aktivist, Persönlichkeit, Leute, solange es kein Klimaaktivist ist, Aktivist, eine Idee genügt, um die Welt zu ändern. Das hört sich schon sehr nach Klimaaktivist an. Egal, Leute. Da, Aktivist. So, das ist meine Persönlichkeit. Aktivist, und wehe, einer von euch sagt, ich bin ein Klimaaktivist. Wehe. Also, Leute, das weiß ich nicht. Du Depp. Nix passiert.